Die DD2 in ihrem ersten Wertungslauf am heutigen Vormittag. Dennis Tum, die 444 von Kartsport Klim, war schnellster des Zeittrainings, geht hier von der Pole aus ins Rennen. Neben ihm mit der 406 Max Fleischmann von FM Racing. Die 413 gehört Marcel Steinert von RST Competition und er startet ebenso aus der zweiten Startreihe wie Finn Albig, die 488 von RS Competition. In der dritten Startreihe dann mit der 422 Oliver Breitenbach und die 431 Niklas Grenz. Marco Göttler, die 494 und Jana Stier, die 419, gehen aus der vierten Startreihe in diesen Lauf. Und Pascal Trewing, die 469, zusammen mit Marc Bartels, die 410, bildet die fünfte Startreihe. In der sechsten Startreihe dann mit der 405 Florian Breitenbach und die 407 Karl Lukaschewski. Maxim Kardakov, die 402 und Manuel Fink, die 462. Dann in der siebten Startreihe und die achte Startreihe setzt sich zusammen aus Lennart Posse, der 441 und Franziska Blom, die 425. Max Fleischmann, die Startnummer 406. Er ist der Führende vor diesem Lauf. 271 Punkte hat er auf seinem Konto. 18 Punkte weniger hat Niklas Grenz, die 431, mit 253 Punkten, der gestern zwei Läufe gewinnen konnte. Max Fleischmann, einen nämlich gestern Lauf, Nummer 1. Und der Niklas Grenz, der ist eigentlich auf dieser Strecke schon ein bisschen vorbelastet, denn an Ostern dieses Jahres war hier die Euro Open, die er als einziger deutscher Starter gewinnen konnte. Als einziger deutscher Starter meine ich eine Klasse gewinnen konnte. Und das war dann Niklas Grenz. Und so hat er jetzt die Chance, natürlich weiter und näher an Max Fleischmann heranzurücken, startet allerdings auf Startplatz 6 und Max Fleischmann auf Startplatz 2. Dennis Thum, der schnellste des Zeittrainings, der ganz in Schwarz jetzt zum Start die Führung übernimmt. Er ist Dritter mit 224 Punkten. Auch er hat sich in diesem Jahr in Wackersdorf und Oppenroth jeweils einmal in die Siegerlisten eintragen können. Jetzt also gleich die Führung übernommen der Dennis Thum in dieser ersten Kurve. Aber wir lassen das Feld noch mal eine Runde ein bisschen sich sortieren. Denn das fällt jetzt noch dicht zusammen. Da kann es schon nochmal das ein oder andere Überholmanöver geben. Aber Max Fleischmann auf jeden Fall auf Platz 2 unterwegs. Und dahinter Marcel Steinert und Finn Albig, die sich wohl noch nicht so ganz grün sind, wer nach vorne gehen soll. Und hinter diesen beiden unterwegs Oliver Breitenbach, der Fahrer mit der 422. Niklas Grenz nach der ersten Runde Sechster. Und Florian Breitenbach, der gestern im Zeittraining eine gute Performance hingelegt hatte, jetzt also auf Platz 9 sogar zurück. Gefallen, Max Fleischmann übernimmt die Führung. Dennis Thum hat da Platz gemacht, hat gemerkt, das kann ich nicht halten. Den Max Fleischmann, da mache ich lieber Platz, bevor noch mehr passiert, damit er sich nicht so sehr an mir dranhängt, beziehungsweise einfach, um hier größeren Schaden zu verhindern. Denn 0 Punkte, das will keiner der Fahrer haben.
Und so ist Dennis Thumm auf Platz 2 jetzt zurückgefallen, Marcel Steinert auf Platz 3 unterwegs und Finn Albig weiterhin auf Platz 4. Dann kommt eine Dreiergruppe, angeführt jetzt von Niklas Krenz, der auf Platz 5 unterwegs ist, Platz 6 für Oliver Breitenbach und Pascal Drewing als Siebter, der Fahrer mit der Startnummer 469. Langsam arbeitet sich auch Marcel Steinert an Dennis Thumm heran. Steinert, der nach dem gestrigen Tag auf Platz 6 der Meisterschaft ruht, hat gestern zweimal den zweiten und einmal den dritten Platz herausfahren können, ist dadurch mit 169 Punkten ganz nahe herangefahren an Finn Albig. Gerade mal 7 Punkte trennen diese beiden. Und Finn Albig, der fährt im Moment hinter Marcel Steinert auf Platz Nummer 4. Das sind 3 Punkte, die hier der Marcel Steinert bei diesem Stand schon mal reingeholt hätte. Aber das Feld ist vorne relativ dicht zusammen. Auch wenn es so aussieht, als wären sie weit auseinander. Das ist natürlich schon so. Da wird keiner jetzt angreifen. Doch, da kommt der Angriff von Marcel Steinert auf Dennis Thumm. Als hätte er mich gehört und will mich lügen strafen. Marcel Steinert vorbeigegangen an Dennis Thumm. Jetzt also auf Platz 2 und dann schiebt sich auch der Finn Albig vorbei und Niklas Krenz. Nein, dem reicht es noch nicht ganz, um an Dennis Thumm vorbeizugehen. Dennis Thumm hat auch den Finn Albig noch nicht endgültig vorbeigelassen. Und hinter Niklas Krenz ist Oliver Breitenbach und Pascal Drewing ebenfalls noch ganz dicht dran am Dennis Thumm. Ja, doch diese Aktionen hat sich natürlich das Feld schon mal ein bisschen neu sortiert. Oliver Breitenbach geht nicht vorbei an Niklas Krenz, dafür aber Pascal Drewing an Oliver Breitenbach. Also da ganz schön bunt jetzt im vorderen Mittelfeld, was da so passiert. Vorne kann Max Fleischmann seine Runden drehen. Marcel Steinert verfolgt ihn da zwar, aber mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Alle wissen, es sind noch 8 Minuten und 45 Sekunden auch gleich auf der Uhr. Und dementsprechend hat man ja noch Zeit, sich den Vordermann zurechtzulegen oder eben seine Taktik durchzuziehen, die man sich für so ein Rennen vorgenommen hat. Wieder versucht Finn Albig vorbeizugehen an Dennis Thumm und diesen dritten Platz zu holen. Und jetzt ist es ihm gelungen. Jetzt ist er vorbei an Dennis Thumm, der Finn Albig, also auf Platz Nummer 3 jetzt unterwegs. Und von hinten, da drückt auch schon Niklas Krenz. Krenz, der natürlich weiß, dass er hier dringend Punkte machen muss, wenn Max Fleischmann hier als Erster über die Linie geht. Reichen ihm der 5. Platz und die damit verbundenen 11 Punkte natürlich nicht. Und Niklas Krenz weiterhin ganz dicht dran. Krenz, der im vergangenen Jahr die DD2 gewinnen konnte, eben diese Klasse sozusagen als Vorjahressieger hierher nach Genk gereist ist. Und Dennis Thumm, der Wiedereinsteiger sozusagen in die Meisterschaft 2005, konnte er bereits in der Challenge die Jahreswertung gewinnen, der in der Zwischenzeit 31
20-jährige Dennis Thum aus Breitengrößbach. Marcel Steinert fährt sich an Max Fleischmann heran. Man hat so ein bisschen den Eindruck, er will auf jeden Fall schon mal in die Überholwarteschleife von Max Fleischmann gehen, der Marcel Steinert, um eben dann noch zuschlagen zu können. Aber noch 6 Minuten sind auf der Uhr, die hier erstmal heruntergefahren werden. Und auch der Marcel Steinert weiß das natürlich, der Fahrer aus Remseck, der dritte der letztjährigen DD2-Meisterschaft. Auch er weiß natürlich ganz genau, wann er idealerweise zuschlagen soll, der 24-Jährige. Und auch Max Fleischmann, der Schrobenhausener, im vergangenen Jahr Zweiter der DD2-Klasse geworden und Zweiter der Europameisterschaften ebenfalls geworden, der Vize-Europameister. Auch ihm ist es klar, was da hinter ihm ist. Die Fahrer natürlich mit viel Erfahrung hier gesegnet in der DD2-Klasse. Aber noch ist es nicht so weit. Max Fleischmann kann sich noch mal ein bisschen befreien von Marcel Steinert. Hat jetzt wieder eine schnellere Runde hingelegt als der Marcel Steinert. 0,3 Sekunden der Abstand wieder aufgebaut von Max Fleischmann. Finn Albig dagegen mit 1,3 Sekunden hinter Marcel Steinert unterwegs. Und der Dennis Thum, ja, der ist dicht dran eigentlich am Finn Albig. Niklas Krenz hinter Dennis Thum, der weiß auch, er muss oder müsste noch etwas tun. Aber da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Technik mit drin. Und wenn es mal nicht so im Endspeed funktioniert, dann hat man einfach keine Chance, da doch noch rankommen zu können. Noch ist also Marcel Steinert an Max Fleischmann dran. Noch immer so ein bisschen in Schlagdistanz. Er wird zwar so eine Runde brauchen, wenn er jetzt mächtig aufs Gas drückt und später bremst und die ganzen Sachen hier durchzieht, um an Max Fleischmann ranzukommen. Aber er weiß auch, er hat noch Zeit. 3 Minuten auf der Uhr zu sehen. Und dementsprechend geht er jetzt vorbei. Ja, das geht ja schneller, als ich es gedacht habe. Marcel Steinert vorbei an Max Fleischmann. Dann sofort der Gegenangriff von Max Fleischmann. Und dann hat der Schrobenhausener wieder die Führung in diesem Lauf drin. Ja, war das jetzt die entscheidende Szene oder wird da in den letzten 2 Minuten und 30 Sekunden, die wir auf der Uhr haben, noch dementsprechend was kommen von diesen beiden? Und auch dahinter hat sich jetzt Finn Albig losgesagt von Dennis Thum. Niklas Krenz, der ist noch in Schlagdistanz auf Dennis Thum. Auch da könnte durchaus nochmal etwas kommen. Das ging ganz schön schnell bei Marcel Steinert und Max Fleischmann, dieser Angriff von Steinert, den er aber dann doch nicht zu Ende bringen konnte. Ja, der Fahrer des RSC Competition Teams, der ist da weit rausgetragen worden, hatte natürlich viel Überschuss,
an Geschwindigkeit mit dabei bei diesem Angriff und dementsprechend hat das auch Max Fleischmann ausnützen können. So, kommt nochmal was bei diesen beiden. Oder war das wirklich die entscheidende Szene? Es sieht nicht so aus. Noch fahren sie an der Tribüne vorbei. Der Abstand durch diese Aktion von Marcel Steinert, der ist größer geworden auf Max Fleischmann. 0,468 Sekunden ist er jetzt angewachsen. Und wir gehen in die letzte Minute. Das heißt, wir sind in der drittletzten Runde dieses Laufes bei der DD2-Klasse. Sekunden vor Ende der Zeit geht Max Fleischmann nochmal in eine weitere Runde. Das ist natürlich auch so ein taktisches Spielchen, mit dem man spielen könnte. Die Zeit, die runterläuft, es geht nicht nach Runden, es geht nach der Zeit, heißt in diesem Falle 14 Minuten und eine Runde zu absolvieren. So, jetzt ist der Max Fleischmann aber 15 Sekunden vorher drüber, das heißt zwei Runden sind jetzt noch zu fahren. Man könnte es sich ein wenig anders einteilen, aber das ist schwierig zu machen, auch für die Fahrer. Man sitzt da im Kart, man schaut einfach, dass man so schnell wie möglich hier seine Runden drehen kann. Und wenn man dann noch mit der Zeit spielen möchte, oh, da wird es, sage ich mal, von der Strategie her schon schwieriger. Aber eines ist jetzt sicher, die letzte Runde hat begonnen. Und eines ist auch sicher, Marcel Steinert ist nochmal rangefahren an Max Fleischmann. Ist nochmal drauf und dran, vielleicht doch nochmal an Max Fleischmann vorbeizugehen. Vielleicht doch nochmal einen Angriff zu fahren in dieser letzten Runde. Geht rein in den Windschatten, ist ganz dicht jetzt an ihm dran, nochmal vorbei an der Tribüne. Wo soll's sein? Einfahrt in Richtung Boxengasse oder die Doppel rechts vor dem Ziel? Da kommt nichts mehr. Nein, Max Fleischmann sagt schon vor der Ankunft, danke, dass du das es nicht mehr probiert hast. Und damit 25 Punkte für Max Fleischmann. Und Marcel Steinert, der wird bestimmt nicht enttäuscht über diese 20 Punkte sein, die er jetzt wieder reinfahren konnte. Finn Albig wird Dritter. Dennis Thum dann als Vierter. Niklas Grenz als Fünfter im Ziel. Sechster Platz für Pascal Trewing. Siebter wird Oliver Breitenbach. Platz 8 für Marco Göttler. Marc Bartels wird 9. Jana Stier als 10. Maxim Kardakov als 11. Karl Lukaschewski wird 12. Platz 13 für Manuel Fink. Und es gibt zwei Punkte noch für Platz 14. Und den hat Franziska Blom herausgefahren, die gestern bereits dreimal auf Platz 11 angekommen war.